Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge. Zusammen mit dem Verantwortlichen der päpstlichen Missionswerke in Österreich, Missio, Pater Karl Wallner, der auch Theologie doziert an der Hochschule des Stiftes Heiligenkreuz. Pater Karl, am 30. April im Jahr 2000 hat der heilige Papst Johannes Paul II. Die polnische Ordensschwester Faustina Kowalska heilig gesprochen. Und in der Ansprache hat er den Sonntag nach Ostern, bekannt als Weißer Sonntag, für die ganze Kirche eingesetzt als Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Ja. Das wusste vorher gar niemand. Das hat der Papst einfach so im Rahmen dieser Predigt festgelegt. Das hat mich damals auch überrascht. Naja, also der Sonntag der Barmherzigkeit, das war ja ein großer Wunsch von Jesus an die Schwester Faustina Kowalska. Und ich muss auch von mir persönlich sagen, ich habe diese Spiritualität des barmherzigen Jesus auch nicht so mitbekommen, weil erst im Nachhinein, wo mir das klar geworden ist, dass der heilige Johannes Paul II. So stark davon beeinflusst ist, habe ich auch diese zweite Enzyklika erst verstanden. Die erste Enzyklika von Johannes Paul II. War über Jesus, Redemptor Hominis, weil ich war damals ja schon, da war ich noch Theologiestudent, 1979. Und dann kam die zweite Enzyklika, Dives in Misericordia, Gott ist reich an Erbarmen, da ging es um die Barmherzigkeit Gottes, dass das eigentliche Hauptthema seines Pontifikates, seines langen Pontifikates war. Das hat sich eigentlich erst vom Ende her entschlüsselt. Ja, ich dachte immer, es ist so der große Papst, der Führer und Fides et Ratio, Glaube und Vernunft und so weiter, dass er dann gestorben ist, auch am Vorabend des Barmherzigkeitssonntages. Ich glaube, das war der deutlichste Hinweis des Himmels dafür, dass Johannes Paul II. Uns vor allem an das eine erinnern wollte, an die unermessliche Barmherzigkeit Gottes, die er in Jesus Christus, dem Erlöser, allen Menschen anbietet. Zu dieser Frömmigkeit der göttlichen Barmherzigkeit, wie sie Jesus der heiligen Schwester Faustina offenbart hat, gehört ja auch dieses Bild vom vom barmherzigen Jesus. Unten steht Jesus, ich vertraue auf dich. Wir haben schon wiederholt über dieses Bild in unseren Sendungen gesprochen. Es ist eigentlich ein österliches Bild, das Jesus in Auftrag gegeben hat. Schwester Faustina hat es malen lassen. Es stellt ja den auferstandenen Jesus dar, mit den Wundmalen an den Händen und an den Füßen, die Strahlen, die von seiner Seite ausgehen. Und Jesus hat gesagt, hat diesen Auftrag erteilt, male ein Bild von mir, so wie du mich siehst, und schreibe darunter, Jesus, ich vertraue auf dich. Ich wünsche, dass dieses Bild verehrt wird, zuerst in eurer Kapelle, dann auf der ganzen Welt. Und ich darf gleich mal zu diesen Verheißungen kommen, die Jesus mit der Verehrung dieses Bildes verbunden hat, oder mit den Gnaden, die erste Gnade, dessen alles wortwörtliche Zitate aus dem Tagebuch, jene, ich halte dieses Bild mal nochmal in unsere Sendung, jenen, die dieses Bild verehren, verspreche ich, dass sie nicht verloren gehen werden. Das ist die erste Gnade, die mit der Verehrung dieses Bildes zusammenhängt. Die zweite Gnade, ich verspreche ihnen den Sieg über den Feind im Leben und besonders in der Stunde des Todes. Jesus verspricht seinen Schutz vor dem Bösen sowohl im Leben wie auch in der Todesstunde. Jesus verdeutlicht sogar seine Worte, indem er noch etwas hinzufügt. Ich selbst werde sie verteidigen wie meine Ehre. Und dann die dritte Gnade, ich lese es einfach immer wortwörtlich vor, damit wir das mal den O-Ton haben. Die Häuser, ja sogar die Städte, wo dieses Bild verehrt wird, werde ich verschonen und beschützen. Ja, Thomas, vielleicht gehe ich auf das für mich Wichtigste ein an dem Ganzen, auf die Bildhaftigkeit von Jesus. Ja, weil es ist ja nicht das erste Mal in der Geschichte der Kirche, dass Jesus, dass Jesus eben jetzt erschienen ist und gebeten hat, dass man ein Bild von ihm jetzt eben malt, weil eine sehr große Gefahr für uns Christen entsteht, die Inkarnation, die Menschwerdung zu übersehen
und aus Jesus Christus auch nur ein abstraktes, unsichtbares Prinzip zu machen. Ein Es, er ist aber ein Du. Und ich erinnere an die ersten großen Erscheinungen von Jesus in Paray-le-Monial 1673, wenn ich jetzt das Datum richtig im Kopf habe, vor der heiligen Margareta Maria Alacoque. Und ich habe hier das Vertrauensbuch auf der Rückseite. Ich propagiere dieses Bild vom Heiligsten Herzen Jesu, dass er ein Vorgängerbild, also für das Bild vom barmherzigen Jesus ist, wo Jesus der Margareta Maria Alacoque erschienen ist und sein Herz tritt aus der Brust heraus, das Herz des Durchbohrtes, das die Dornenkrone jetzt eben trägt. Und es geht hier auch um die Erlösung und um die Einladung zur Mitarbeit an der Erlösung. Und für mich sind die Erscheinungen an die Faustina Kowalska, wie soll ich sagen, eine Neuauflage der Herz-Jesu-Erscheinungen. Nur geht es dort nicht um das Herz, das ist ein Symbol der Liebe. Und wir sollen mit dem Herzen Jesu mitfühlen, mitleiden, auch mitsühnen. Das war die Botschaft von Paray-le-Monial, die große Herz-Jesu-Kirche in Paris auf dem Montmartre, die über das ganze Stadtbild jetzt eben ragt, erinnert daran, eine Sühnekirche jetzt eben, viele andere Sühnekirchen, die dann entstanden sind, also eine Einladung zur Sühne. Und die Margareta Maria Kowalska bekommt die Offenbarung, da kommen die Strahlen aus dem Herzen Jesu. Rot für Blut und blau dann eben für Wasser. Und da werden wir daran erinnert, dass aus Jesus konkret Gnade in unser Leben kommt. Weil das ist ja auch ein Grund für unsere Glaubenslauheit, dass wir von Christus nichts erwarten. Wir sind Pelagianer geworden, die meinen, alles zu machen. Wir können alles und wir schaffen das schon. Ja, also wir schlagen uns schon durchs Leben. Und ich sage das ein bisschen polemisch, in der Kirche ja auch, wir machen das schon. Also was wir die letzten Jahrzehnte gemacht haben, war der perfekte Niedergang, wenn du mich jetzt so direkt fragst. Nein, das ist jetzt auch wieder übertrieben. Ich nehme die Kritik an, dass ich ein bisschen übertreibe oft im Negativen, aber ich habe bitte als Hintergrund immer diese wachsende Weltkirche da und da schaut es eben anders aus. Da wächst alles, da gibt es eine Dynamik und so weiter und so fort. Darum bin ich manchmal kritisch gegenüber dem, was in unserer Kirche in Europa geschieht. Wir werden eingeladen, auf diese Quelle wieder hinzuschauen, ja, die da im Herzen Jesu einfach ist. Und dann wird es eben konkretisiert in den von dir vorgelesenen Verheißungen, genauso wie wir es hier bei den 12 Verheißungen des Heiligsten Herzens Jesu haben. Das ist übrigens unser Vertrauensbuch, aber ich glaube, das muss ich nicht bewerben. Das ist schon bekannt eben jetzt, wo man, das ist mein Vertrauensbuch übrigens, also das zeige ich jetzt nicht, weil sonst kann man es lesen, wo ich schon viele Danke reingeschrieben habe hinten und viele Bitten vorne. Und einige haben sich schon dann in Danke jetzt eben umgesetzt, also weil die Verheißungen, dass wir was kriegen, wenn wir bitten, also die hält Jesus. Und im Prinzip sind alle diese, wenn er kommt, sagt er uns ja bitte, ich habe euch doch gesagt, Matthäus 7,7, bittet und ihr werdet empfangen, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird aufgetan. Und mein Herz steht eh schon offen, das ist schon offen. Ihr müsst nur schöpfen aus dieser Quelle des Heiles, wie es in der Herz-Jesu-Präfation heißt. Wir sprechen über den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, den der heilige Papst Johannes Paul II. Aufgrund der Offenbarung Jesu an die heilige Schwester Faustina im Jahr 2000 für die ganze Kirche weltweit so festgelegt hat. Es ist der Weiße Sonntag, es ist der zweite Sonntag in der Osterzeit. Und das Thema Barmherzigkeit passt ja auch gut, weil dort heißt es ja im Evangelium, da sagt ja Jesus, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Er haucht sie dann an, empfangt den Heiligen Geist und sagt dann, wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. Also das Thema Barmherzigkeit ist allein so schon drin, im Evangelium. Und die Worte, die Jesus an die heilige Schwester Faustina gegeben hat, ich möchte sie mal vortragen, mit denen der Barmherzigkeitssonntag auch begründet wird. Ich wünsche, also ein Zitat aus dem Tagebuch, dass das Fest meiner Barmherzigkeit eine Zuflucht sei für alle Seelen, besonders aber für die armen Sünder. An diesem Tag sind die äußersten Tiefen meiner Barmherzigkeit für alle geöffnet. Ich werde ein Meer von Gnaden über jene Seelen ergießen, die sich der Quelle meiner Barmherzigkeit nahen. Jene,
die an diesem Tag beichten und die heilige Kommunion empfangen, erhalten nicht nur die Verzeihung ihrer Sünden, sondern auch den Nachlass der Strafen, die sie verdient haben. Vielleicht könntest du nachher zu diesem Satz was sagen. Niemand soll Angst haben, zu mir zu kommen, selbst wenn seine Sünden rot wären wie Scharlach. Ja. Meine Barmherzigkeit ist so groß, dass kein Verstand, weder von Menschen noch von Engeln, sie in Ewigkeit ergründen kann. Das Fest der Barmherzigkeit entströmt aus meinem tiefsten Inneren. Ja, also wir haben der Sonntag der Barmherzigkeit, den uns der heilige Johannes Paul II. Aufgrund der Offenbarungen an Faustina Kowalska geschenkt hat, ist ja in der Kirchengeschichte, in der Liturgie der Kirche schon immer da als der weiße Sonntag. Und er hatte in der alten Kirche in den ersten Jahrhunderten eine sehr große Bedeutung, denn getauft wurde in der Osternacht, in der hochheiligen Osternacht, Erwachsene, die haben dann dort ein weißes Kleid bekommen, so wie heute noch das Taufkleid, das aber meistens nur dem kleinen Kind kurz übergelegt wird. Wenn wir heute Erwachsene taufen, dann ziehen wir die Perser oder Afghanen, die wir taufen, also denen ziehen wir das dann an, das weiße Kleid auch. Nur die tragen es dann nicht eine ganze Woche, so wie es in der alten Kirche üblich war. Die sind dann mit dem weißen Gewand eine ganze Woche gegangen und haben dann am Sonntag nach Ostern, also nach dieser einen Woche, wo wir die Auferstehung Christi feiern, das weiße Kleid abgegeben. Deshalb heißt der Sonntag nach Ostern, der zweite Ostersonntag, heißt dann Dominica in Albis, also Sonntag in Weiß. Ja, also in Weiß, so wie man heute so weiße Partys hat. Es muss sehr schön gewesen sein in der alten Kirche, wann die dann wieder alle gekommen sind. Nur das hatte sehr stark an Bedeutung verloren, weil es ist halt eine liturgiegeschichtliche Reminiszenz, die aber mit unserem heutigen kirchlichen Leben nichts zu tun hat. Und eines hatten wir vergessen, dass zu Ostern ja nicht bloß um den Tod und die Auferstehung geht, weil oft hat man das so auch in Predigten. Also es geht nur darum, dass Gott uns bewiesen hat, nach dem Tod geht's eh weiter. Ja? Und man sieht ja das auch, dass die Symbole für Ostern das Ei geworden sind, dass etwa scheinbar Toten kommt Leben oder der Hase, nicht? Also im Frühling hoppelt plötzlich wieder etwas über die Felder, die im Winter so tot waren, hoppelt da plötzlich wieder was Lebendiges drüber. Das eigentliche Tiersymbol für Ostern ist das Lamm. Und das Lamm, das war für die Juden das Opfertier, um Sühne für die Sünden zu empfangen. Dem Lamm wurden die Sünden draufgebeichtet, dann wurde es geschächtet und Christus ist das Lamm Gottes. Das heißt, wir haben sehr stark vergessen, dass es zu Ostern nicht nur bloß um den Beweis, es gibt Leben nach dem Tod geht, sondern darum, dass uns die Sünden vergeben werden, aus barmherziger Liebe. Deshalb beginnt die Novene für den barmherzigen Sonntag auch am Karfreitag. Also an dem Tag, wo Christus als das Lamm Gottes am Kreuz stirbt, startet zugleich die Novene, die uns dann hinführt auf den Barmherzigkeitssonntag. Ich muss dazu sagen, ich bin ja schon alt, ja, und wenn du das in der Jugend nicht gehabt hast, dann gewöhnt man sich schwer an was Neues. Also ich muss sagen, Ostern war für mich schon die Osterwoche, einfach feiern und gut essen und so weiter, wie es im Kloster üblich ist. Aber dann am Barmherzigkeitssonntag jetzt noch einmal beichten, also das war gewöhnungsbedürftig. In Heiligenkreuz hatten wir noch dazu so eine Gruppe, die sind dann immer am Barmherzigkeitssonntag, am Weißen Sonntag in Scharen bei uns eingefallen, sodass wir mehrere Beichtpriester gebraucht haben. Und das muss ich sagen, das ist ein gewiss gewöhnungsbedürftig. Aber ich glaube, es ist eine Botschaft, die Jesus uns hier gibt, die wichtig ist. Es geht zu Ostern nicht bloß um nach dem Tod geht es weiter, sondern es geht um die Barmherzigkeit Gottes, die für dein Leben konkret werden soll. Und auch nach Ostern, wenn du Ostern schön gefeiert hast, brauchst du wieder jetzt eben die Beichte, brauchst du wieder die Vergebung und auch diese dramatisch großen Verheißungen, die Jesus hier gibt. Denn Sündenvergebung ist nicht bloß Vergebung der Sünden hier, sondern hier wird auch von einem Nachlass der zeitlichen Sündenstrafen gesprochen, der ja auch irgendwie logisch ist, wenn du eine neuntägige Novene hast, also werkhaft etwas Gutes, einseitigst eben jetzt das Gegengewicht gegen diese zeitlichen Sündenstrafen, dann ist damit eben auch ein vollkommener Ablass verbunden. Ich würde euch allen raten, das zu nützen. Wenn ihr noch nicht angefangen habt mit der Novene, dann fangt es jetzt an.
Gott ist, ich sage immer, Gott ist barmherzig, nicht rechnen, ja, sondern einfach beten. Immer wieder steht ja im Zentrum dieser Botschaften über die göttliche Barmherzigkeit, dass niemand Angst haben braucht wegen seinen Sünden. Da gibt es ja ganz nette Episoden auch aus dem Leben der heiligen Schwester Faustina. Eines Tages offenbart sie ja eine Mitschwester mit der Frage, ob sie denn richtig gebeichtet hat. Dann sagt Schwester Faustina zu ihr, ja, besprechen Sie das mit den Beichtvätern. Dann sagt sie, die Beichtväter haben mich immer beruhigt. Und die Schwester Faustina sagt, dann wird schon stimmen. Aber die Schwester ist so unruhig und drängt dann die Schwester Faustina, Jesus zu fragen. Und Schwester Faustina sagt, fragen Sie doch selber Jesus. Aber die Schwester bedrängt sie so, sie solle Jesus fragen, ob ihre Beichten gut waren, dass die Schwester Faustina das dann auch tut. Und es heißt dann so, während der abendlichen Segensandacht erschien Jesus der Schwester Faustina mit dem Auftrag, sag ihr, dass ihr Misstrauen mein Herz mehr verletzt als die Sünden, die sie begehen. Also hier haben wir natürlich ein Phänomen, das heute, das muss ich schon sagen, Thomas, eher selten geworden ist. Das ist die Skrupulosität, die es aber bei manchen Frommen gibt und die auch durch psychische Verletzungen oft entsteht. Wenn jemand zum Beispiel eine Sünde hat, die psychisch sehr belastend ist, eine schwere Sünde, Ehebruch oder Abtreibung oder so, oder manche Sünden, die aus der Jugend kommen und so weiter und die irgendwie eine Verdunkelung, eine psychische nach sich ziehen, und dass man dann einfach, wie soll ich sagen, psychisch nicht annehmen kann, dass Vergebung durch die Beichte geschehen ist. Jede Beichte vernichtigt die Sünde. Wenn eine Beichte gültig, aufrichtig, ehrlich mit Lossprechung ist, dann gibt es diese Sünde nicht mehr. Also bildlich gesprochen, wenn man Gott fragen würde, wenn ich alles gebeichtet habe, ich würde Gott fragen, ja, kannst du dich erinnern, wie ich das und das getan habe, würde Gott antworten, Entschuldigung, ich weiß von nichts, ja, wovon redest du? Ja, nie gehört, ja, also sehr bildlich gesprochen. Aber damit man das eben versteht, wie Gott eben wirklich die Sünde in einem unfasslichen Akt der Barmherzigkeit jetzt eben tilgt. Und wenn dann wer skrupulös ist und dann, wie soll ich sagen, immer wieder meint, dass er das sei nicht und so weiter. Also das ist ein Misstrauen auch in die Barmherzigkeit Gottes, wie hier ja deutlich gesagt wird. Und da muss man auch als Beichtvater immer sagen, bitte lassen Sie das los. Also jetzt Schluss und es ist vergeben und so weiter und so fort. Das ist ja einfach wirklich zu sagen. Das größere Problem, das wir heute haben, ist nicht die Skrupulosität. Es gibt solche, haben wir, kennen wir als Beichtväter auch. Da muss man in die Richtung beruhigen, sondern ist eher diese Skrupellosigkeit, die wir heute haben, dass wir meinen, wir brauchen bestimmte Sünden eben nicht zu beichten, weil mit dem lieben Gott können wir es uns eh selber ausmachen und es macht eh jeder und so weiter und so fort. Also, dass man dann überhaupt, wie soll ich sagen, ausblendet, dass etwas Sünde ist. Das ist heute eher das größere Problem geworden. Und hier sagt Jesus aber auch sehr klar in dieser Botschaft an die Schwester Faustina Kowalska, ja, hab keine Angst, hab keine falsche Scham, hab keine Scheu jetzt eben, alles vor Gott hinzulegen. Weil der Teufel hält uns ja oft den Mund zu oder, also er möchte alles tun, dass wir diese Barmherzigkeit nicht kommen. Ich erinnere mich an diese Schauung, die der heilige Don Bosco hatte, der ja seine Schüler im Oratorium regelmäßig zur Beichte geführt hat. Und dann hat er mal gesagt, er hat gesehen, wie hinter manchen Jugendlichen Dämonen jetzt eben sitzen, die ihnen den Mund zuhalten, damit sie eben nicht ihre Sünden aufrichtig jetzt eben beichten. Also von diesen Dämonen sollten wir uns nicht jetzt eben behindern lassen, uns vollkommen und radikal dieser unermesslichen Barmherzigkeit auszusetzen, wie Jesus sie der Schwester Faustina offenbart hat. Wir sprechen über den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit. Wir haben über dieses Bild gesprochen, des barmherzigen Jesus, das bei dieser nachmittäglichen Andacht dann um 15 Uhr auch im Zentrum steht. Und wichtig ist auch der Barmherzigkeitsrosenkranz. Und da haben wir eine Frage, welche Wirkung hat der Barmherzigkeitsrosenkranz? Lieber Pater Karl, da gibt es eine ganze Reihe von Aussagen im Tagebuch der heiligen Schwester Faustina. Ich würde gerne mal ein paar einfach vortragen, ja, aus dem Tagebuch, dass man das mal hört.
Jesus verspricht, Zitat, durch dieses Gebet alles zu schenken, worum man mich bittet, wenn es mit meinem Willen übereinstimmt. War grundsätzlich so. Dann heißt es im Tagebuch auch die Nummer 1731. Heute wurde ich von einem, also Schwester Faustina schreibt das, heute wurde ich von einem gewaltigen Gewitter geweckt. Der Wind tobte und der Regen fiel. Wie bei einem Wolkenbruch fortwährend schlugen Blitze ein. Ich begann zu beten, dass das Gewitter keinen Schaden anrichtet. Da hörte ich die Worte, bete das Gebet zur Barmherzigkeit, das ich dir beigebracht habe, und das Gewitter wird vergehen. Ich fing sofort an zu beten und hatte noch nicht geendet, da hörte das Gewitter plötzlich auf. Das mal solche Aussagen. Andere Aussagen, da geht es um eine glückliche Sterbestunde. In der Nummer 811 heißt es, jede Seele, die dieses Rosenkranzgebet betet, verteidige ich in der Stunde des Todes wie meine Ehre. Oder auch in der Nummer 811, wenn dieses Gebet bei Sterbenden gebetet wird, umfängt die Seele unergründliche Barmherzigkeit. Wir sprechen über den Barmherzigkeitsrosenkranz, der sehr zügig zu beten ist. Oder vor allem ruft Jesus die Priester auf, wortwörtlich, die Priester werden ihn den Sündern als letzten Rettungsanker reichen. Sollte es der verstockteste Sünder sein, falls er nur einmal diesen Rosenkranz betet, wird ihm die Gnade meiner unendlichen Barmherzigkeit zuteil. Und die Stunde seines Todes wird glücklich sein. Gibt es eine ganze Reihe von Aussagen über die Wirkungen des Barmherzigkeitsrosenkranzes? Also ich bin ja wieder bei der Parallele zu den 12 Verheißungen, die der heiligen Margareta Maria Alacoque schon vor über 300 Jahren gegeben worden sind. Ja. Und hier haben wir etwas Ähnliches in einer großen, großen Fülle. Ich muss als Dogmatikprofessor nur dazu sagen, bitte fang nicht an zu rechnen. Ich bekomme E-Mails von einem lieben und wohlmeinenden Menschen. Ich soll nicht die Buchhalter grundsätzlich jetzt eben verunglimpfen. Und ich muss dazu sagen, also wenn wir bei Miss Österreich keine wunderbaren Buchhalterinnen und Buchhalter hätten, dann würde das Ganze nicht laufen. Und es muss präzise jetzt eben gebucht werden und verrechnet werden. Und wenn wer im Missio-Shop bestellt hat und zu bezahlen vergessen hat, dann muss man auch eine liebevolle Mahnung jetzt eben schicken oder an eine Pfarre, wenn die Kollekte für den Weltmissionssonntag nicht gemacht oder nicht abgeliefert hat, weil sonst können wir nicht den ärmsten Armen helfen. Also Buchhalterinnen und Buchhalter sind was Großartiges, aber gegenüber Gott brauchen wir eine andere Mentalität eben jetzt. Also da geht es nicht um die präzise Abrechnung auf den Wortlaut dessen, was zum Beispiel in diesen Verheißungen steht. Dafür möchte ich doch bitten, dass man das nicht so jetzt eben deutet. Wir haben dann noch die Brigitta-Gebete und dann haben wir das und so weiter und so fort. Und das kommt eh selten vor, aber manchmal kommt's vor. Wir brauchen überall und in allem die Freiheit der Kinder Gottes. Und das, was unser Gebet, unsere Gebete vor Gott wertvoll macht, und deshalb werden auch diese motivierenden Zusagen gegeben, ist, dass wir treu und regelmäßig beten. Und gerade der Barmherzigkeitsrosenkranz, der geht ja so schnell. Entschuldigung, wenn ich das sage, aber er hat echt den Vorteil, dass er schnell geht. Ich glaube, 8 Minuten oder so, ja. Und da sind die ganzen Perlen jetzt eben durch. Von der Heiligen Mutter Teresa hat mein Vorgänger, der Leo Maasburg, wir haben ein wunderbares Buch geschrieben. Und da schreibt er auch, dass die Mutter Teresa, wenn sie irgendwas wollte, eine Quick Novena, also eine schnelle Novene gebetet hat. Und dann hat sie schnell, zack, 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 9 gegrüßet, sei es der Maria, durchgebetet. Und meistens hat sie das bekommen, was sie wollen hat. Ja, aber das hat nicht funktioniert, weil sie jetzt 9 Ave Maria gebetet hat, als Zahl, ja, als buchhalterische Zahl, sondern weil sie eine kindliche Haltung des Vertrauens auf die Gnadenmacht Gottes und die Fürsprache der Gottesmutter Maria gehabt hat. Und das ist das Allerwichtigste, was du haben solltest. Also erstens, diese Sachen werden gegeben, damit du treu betest, und zweitens, du brauchst dazu ein kindliches Vertrauen eben jetzt zu Gott, und dann sind solche Gebete wirksam. Ja, und sie sind auch immer drittens immer nur wirksam nach dem Willen Gottes. Also du hast keinen Mechanismus in der Hand, dass du oben jetzt den Barmherzigkeitsrosenkranz einwirfst, zack, und unten kommt dein ewiges Leben als Garantie heraus. Ja, das geht grundsätzlich nicht, aber das ist alles immer ja so ausgedrückt, damit wir das nie in diese Richtung missverstehen können. Aber es sind starke Motivationen, dass wir beten, und das brauchen wir auch.
Und eigentlich hast du auf diese nächste Frage schon geantwortet. Lieber Pater Karl, lieber Pfarrer Rimmel, danke für Ihre wertvollen Beiträge. Sollte eine Novene an 9 aufeinanderfolgenden Tagen, ich meine ohne zwischenzeitliche Pausen von 1 oder mehreren Tagen und der Barmherzigkeitsrosenkranz um 15 Uhr gebetet werden, liebe Grüße und gottesreichen Segen. Ich möchte da noch was anfügen mit der Beichte. Viele meinen ja, es ist ja dann nur dieser eine Tag. Ich war ja mal 12 Jahre Direktor der Gebetsstätte Wiegratsbad. Da gab es eine Anfrage von Bischof Stimpfle vor meiner Zeit wegen der Beichte am Herz-Jesu-Freitag, Herz-Maria-Samstag, ob es das an diesem Tag sein sollte. Hat Stimpfle in Rom angefragt und die Antwort war so die klassische Antwort, nein, im Umfeld von 2 Wochen zuvor und danach ist alles gültig. So gilt sie auch für die Beichte am Barmherzigkeitssonntag. Also auch die grundsätzliche Beichtpflicht, ja, die ja jeden Katholiken betrifft, ja, dass er einmal im Jahr, also als Minimum, das betrifft die österliche Buß- und Fastenzeit, die geht bis Pfingsten. Ja, also das ist von Aschermittwoch bis Pfingsten, wenn man genau ist, ja, ist es die österliche Zeit oder österliche Zeit, so heißt es, glaube ich, im Katechismus, müsst ihr jetzt nachschauen. Also da gibt es einfach eine gewisse Weite und wenn zum Beispiel das nicht geht, dass du einen Tag die Novene vergessen hast, ja, dann bitte, dann mach am nächsten Tag einfach weiter. Die kleine Therese von Lisieux, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schreibt in ihrer Geschichte einer Seele, wenn sie eingeschlafen ist beim Gebet, bei der Betrachtung, dann hat sie nachher nie ein schlechtes Gewissen gehabt. Sie hat sich einfach bei ihrem Schutzengel bedankt, dass er weiter gebetet hat. Und das ist diese kindliche Haltung, die ich meine. Aber das Buchhalterische sollte, das möchte ich nicht unter den Tisch kehren, ja. Weil heute ist dann wieder die Gefahr dieser Beliebigkeit. Ich bete eh und in Wirklichkeit betet man nichts. Ja, Herr Pfarrer, ich muss ja nicht in die Kirche gehen, damit ich bete. Ich kann ja auch im Wald beten. Ja? Also ich bin im Wald noch niemand auf Knien begegnet, der dort niederkniet und Gott den Schöpfer anbetet. Meistens tut man es dann nicht. Ja? Also und deshalb haben wir eben die Kirche und dieses Konkrete eben des sakramentalen Feier der Auferstehung Christi, dass wir in die Kirche gehen. Deshalb haben wir konkrete Gebete für den Rosenkranz. Deshalb haben wir eine konkrete Maßschnur auch, die ich in die Hand nehme, um den Rosenkranz oder den Barmherzigkeitsrosenkranz zu beten. Also es braucht eben auch diese buchhalterische Konkretion, aber in der Freiheit und Weite der Kinder Gottes. Ja. Und noch einmal, also Gott schaut mehr auf euer Herz als auf eine Gebetsleistung, die er jetzt hier präzise erbringt. Aber er möchte auch nicht, dass er einfach so dahin schludert und wudert und so weiter und dann nur irgendwie und irgendwas und in Wirklichkeit gar nicht betet. Also er möchte die Konkretion, er möchte aber auch vor allem dein weites, liebendes und vertrauendes Herz, deine Barmherzigkeit. Lieber Pater Karl, ein wunderbares Schlusswort für diese Sendung. Wir sind schon am Ende angelangt. Ich darf dich noch bitten um ein Gebet und um den Segen. Ja, die Sendungen werden immer kürzer, habe ich das Gefühl. Ja, so ein spannendes Thema. Ja. Jesus, du bist ohne Maßen barmherzig. Jesus, wir vertrauen auf dich. Jesus, lass uns wachsen im Vertrauen auf deine Barmherzigkeit. Lass uns so beten, so lieben, so vertrauen, wie die Schwester Faustina Kowalska das getan hat. Und lass uns alle auch, wenn es dein Wille ist, zu Aposteln deiner Barmherzigkeit werden. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. So segne euch, behüte euch, stärke euch, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen. Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch über den Sonntag der göttlichen Barmherzigkeit, diese ganzen Themen, die damit verbunden sind. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten, für Ihr Interesse. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und helfe Ihnen immer Gott.